Hallo Leute und herzlich willkommen zurück Routine zu The Sims Bombarding 4 Run Harabu, Raid Teen Bombarding Challenge. Harabu. Wir sind jetzt mit der Tina auf der Arbeit und ja, machen halt das, was wir machen sollen. Zum Beispiel mit der Pink Rainbow tratschen möchte sie ganz gerne mit ihr. Was natürlich jetzt wieder nicht als Auswahl-Dings da ist. Mag es ja nicht nach Gehalt fragen. Guck mal einfach mal, ne? Fotos teilen. Dag, Hier. dag. Goblinoosh. Zählt das schon? Ah, Als you. Tratschen? See what Kimber? Dann möchte sie einen Kristall analysieren. Das können wir gerne machen. Sammlung. Und zwar kann sie gerne den Smaragd analysieren. Wabarani Zimze. Bayumi. Neva. Furbay. Wizama. Aspa. Mola Shibini. Yuya. Ja, es hat wohl nicht geklappt. Das war wohl nicht das Tratschen, was wir brauchen. Okay. Wie geht's den Pflanzen, die wir hier haben? Gartenpflegen, ja, müssen wir auch mal gucken, dass wir uns darum ein bisschen kümmern. So, das analysiert sie jetzt erstmal. Dann möchte sie jetzt diesen Synthetik-Nahrungsserum mischen. Das kann sie danach auch direkt machen. Kannst du jetzt mit ihr tratschen? Witz über Kollegen machen. Ja, dann kannst du hier dein Serum machen. Was brauche ich dafür? Scheiße. Habe ich alles nicht. Basilikum habe ich alles zu Hause. Experimentieren kannst du gerne dann machen. Du bist ja jetzt fertig mit dem Smaragd. Kannst du das gerne erledigen. Ah! Hier ist neuen Kristall gefunden. Okay. Am Chemielabor experimentieren. Gut, dass wir das jetzt schon machen. Ja. Du hast Hunger und du bist müde. Das ist wieder ein Traum. Du bist am Chatten. Pink Rainbow. Das macht man aber nicht während der Arbeit. Ein bisschen chatten. So. Ja, Kollegentratschen. Das ist natürlich so eine Sache. Wo gibt's das? Romantisch. Wir können auch zur Pink Rainbow romantisch sein. Aber wir haben ja jetzt einen Freund. Den könnten wir eigentlich nachher, wenn wir zu Hause sind, mal einladen zu Hause. Und ganz ehrlich, wenn die Tina da gleich fertig ist, kann die Tina mal hochgehen in die Cafeteria und kann sich mal einen Snack oder sowas gönnen. Hier oben ist doch eine Cafeteria gewesen. Ja, genau. Hier, macht. Ich kann mir keine schnelle Mahlzeit machen. Snack kaufen. Ja, mach mal. Warum kann ich mir denn keinen? Okay. Ach, guck mal, die haben sogar den teuren Mülleimer hier stehen. Wie cool ist das denn? Ich könnte sogar Sport machen. Wo bleibt sie denn jetzt? Wo ist sie denn? Ist sie immer noch? Du sollst dir was zu essen holen. Hol dir bitte was zu essen, sonst hast du nämlich gleich echt ein Problem. Ist da oben auch eine Toilette? Nee, ne, die ist nur unten, oder? Ne, hier oben ist auch ein Klo, das ist natürlich sehr gut. Gott! Noch kleiner? Also der Raum. So, dann kannst du nämlich mal eben pieseln gehen und dir da die Backware reinpfeifen. Und dann möchte sie ein Metall analysieren. Sammlung analysieren. Haben wir überhaupt ein Metall? Was ist denn das hier? Hast du Metall für mich? Lebensmittel. Ist das nicht das, was ich brauche? Das ist so blöd, dass man hier das nicht machen kann. Die Pflanzen sind jetzt aber auch nicht. Ah, okay, ich kann doch alles ernten. Okay, sehr gut. Dann spule ich mal eben schnell vor. Was war jetzt unten nochmal? Ach ja. Stimmt. Ach, und die Rakete, da haben wir ja auch angefangen, ne? Wir haben ja mit der Rakete auch schon angefangen.
Was wir noch gar nicht machen müssen, wahrscheinlich erst später, aber wir haben damit schon mal angefangen. Jetzt ist sie natürlich komplett müde, weil sie nicht richtig geschlafen hat. Erdbeeren. Auch Basilikum. Löwenmäulchen. Glockenblumen, Erdbeeren. Ist jetzt nicht das, was ich brauche, oder? Doch, hier, das kann ich machen. Sehr gut. Was müssen wir jetzt Analyse üben? Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ah, da. Okay, jetzt geht sie dahin. Okay, perfekt. Könnte man das hier auch irgendwo machen? Das ist schon wie hier, ne? Oh nein, sehr unwohl. Blaine! Oh nein, jetzt legt sie sich hin, weil sie echt zu müde ist. Oh Mist. Das ist schlecht. Jetzt legt sie sich da einfach in die Lobby und pennt da erst eine Runde. Geil. Ach herrlich, wer bist denn du? Okay, noch eine Eva. Wie viele Evas soll ich hier rumlaufen haben? Wow, 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 wow. Summer wurde befördert, das ist natürlich sehr schön. Das, ja, ist okay. Kannst du das jetzt hier weitermachen? Oh, hier ist der PC kaputt. Es tut mir sehr leid, dass es sich so mega unwohl fühlt, aber wir müssen. Hält in einer schon. Da kriegst du es noch hin, das zu reparieren? Aber eher nicht, ne? Sie hat nichts erreicht, ne? Nichts von dem, was sie erreichen sollte, hat sie erreicht. Okay, ich schaff das dann noch über. Ich spul's eben vor, dann hat sie wenigstens ein bisschen was erreicht. Ja, 281 ist jetzt echt nicht die Welt. Aber gut. Ich hoffe, dass der PC, weil nächstes Mal noch kaputt ist, dann können wir den nämlich reparieren und haben dann direkt wieder ein paar Punkte auf unser Geschicklichkeitslevel. Oh Mann, wieso bin ich denn so müde? Mir ist auch kalt, wahrscheinlich deswegen. Kalt und müde. Keine gute Kombination. Null Heizung ist aber. Heizung muss an, ja. Ist aber auch mit dem Wetter momentan echt scheiße. Wir hatten vor 2 Wochen so schöne Sonne und jetzt regnet es die ganze Zeit. Richtig nervig. So, dann geh du bitte. Was macht sie denn jetzt da? Warum? Geh doch schlafen. Geh doch einfach richtig schlafen. Die Summer kann da auch rausgehen. Die Summer hat zwar keinen Spaß, die kann aber ein bisschen tanzen. So, wie was ist bei dir? Bei dir ist auch so alles mittelmäßig, ne? Sozial. Warum rennt sie der Tina immer hinterher? Ich verstehe das nicht. Spiel doch mal hier noch ein bisschen. Dann hast du da schon mal ein bisschen Spaß. Die Summer danced ein bisschen, hat sie dann ein bisschen Spaß. So. Ja, das ist perfekt. Du machst da ein bisschen was. Und wenn die Tina dann nachher wach ist, dann. Eieieiei. Dann braucht sie auch Spaß. Ich wollte aber ganz gerne den Jay einladen, dass der mal vorbeikommt. Und hier liegen wieder Popcorn-Schüsseln rum. Okay. Sag mal, warum geht's denn nicht? Ja, da musst du dir gleich was zu essen nehmen, ne? Oder auch nicht, weil es sind noch leere Teller im Kühltrank. Na. Wie ich es auch noch sehe, es ist rot und ich kann es erst bei grün reinpacken und mache es dann einfach nicht. Es ist echt ein Traum. So, dann kannst du, wenn du wach bist, was kochen. Und zwar könntest du kochen. Was kochen wir denn? Pfannkuchen, beliebiges Obst. Zombie-Kuchen, ja geil. Spaghetti, Frühstücksei. ...3000 haben wir ja schon wieder. Kann sie auch was... Kann sie mal ein Chili kochen oder sowas, oder? Tomate, Zwiebel, ja gut. Kekse. Fruchtpastete. Ja, soll sie das kochen? Also ist ja nur eine, ne? Nee, dann lieber nicht. Ich hätte dann ganz gerne irgendwie was, wo sie halt mehr von macht. Dann. Hä?
Sie soll Bohnen mit Würstchen. Warum kann ich denn keine Familiengröße machen? Hä? Bin ich jetzt zu unfähig oder? Ach, das geht gar nicht. Es geht nur bei dem, wo so ein Pfeil ist. Ach so. Ja, gut. Dann mach Eier mit Toast. Partygröße. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, das geht bei jedem. Gut. Wieder was dazugelernt. Ah, einen Grill wollte ich mal holen irgendwann. Dann könnten wir vielleicht auch was grillen. Wartet mal. Was kostet denn ein Grill? Grill. Der kostet 650, der 900, der 1000 und der auch über 1000. Ich glaube, der kleine reicht, oder? Habe ich jetzt 1300, 500, das ist eigentlich egal. Ne? Leute, was meint ihr? Grill, ja oder nein? Ja, komm. Dann bin ich in der Farbe. Setzen wir hier einen Grill hin. Sehr gut. Dann kann sie nämlich gleich da was kochen. Dann brechen wir das wieder ab. Dann kann sie was grillen. Das sind ja, glaube ich, eh dann mehr. Und dann kann sie hier ein paar Hamburger machen. Das sind ja dann, glaube ich, eh mehr Portionen und dann passt das schon. So. Gina, was machen wir mit dir? Es ist alles ein bisschen schade, dass du Kunst bewundern. Über Schultag reden. Ja, dann mach das doch mit der Summer. Was jemand wieder nicht kann. Tipps, das kannst du gerne machen. Über Schule reden. Warum steht sie jetzt da vorne? Ist ja furchtbar. Oh, and Flora. Gibt's eigentlich keine Gruppe nur für Kinder? Das wäre jetzt eigentlich, also wenn wohl nur wirklich Kinder drin sind, damit sie da halt. Ne? Hm. Blöd, dass sie halt auch mal ein paar Leute kennenlernt. Nabakusip? Queen! Du hast sie auch. Vinosa Batanabe? Jetzt müsste sie ja quasi warten, bis Tina wach ist, damit sie was kochen kann. Wie lange brauchst du noch mit Schlafen? Ich würde sie gerne ausschlafen lassen. Sag mal, was hältst du davon, wenn du ein Bild malst? Ha. Ha. Oh, was geht jetzt bei ihr? Jetzt halt nur rumwackeln, jetzt plötzlich kannst du doch tanzen. Das sind mir die Liebsten. Kannst du jetzt auch mal abbrechen, weil ich möchte ganz gerne so ein Bild malst. Mir sind die Wände noch ein wenig zu kahl. So, sie setzt sich da oben jetzt wieder an den Tisch, okay. Sie malt ein kleines Bild, das habe ich ihr auch gesagt. Ein kleines. Welches ich dann auch behalten möchte. Das kommt dann halt irgendwie an die Wand. Welche weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall an die Wand. Ja, wir haben jetzt echt, also ich glaube von Bilder verkaufen und so sind wir jetzt nicht mehr abhängig. Wir, also am meisten bringen wir echtes Obst. Mittlerweile gehen ja auch beide arbeiten. Und die Summer bringt mittlerweile über 500 nach Hause. Tina, naja, relativ. So im 250er Bereich meistens. Aber wir haben ja unsere Pflanzen noch. Wie gesagt. Und die bringen uns dann wirklich Kohle ohne Ende. Die Summer könnte auch gleich mal alles bewässern. Dann haben wir da nämlich auch schon mal wieder ein bisschen mehr. Und dann kann sie auch ins Bett. Schön ist aber auch anders, ne? Ich finde es immer ein bisschen schade, dass immer der gleiche Rahmen vorhanden ist. Haben wir in der Küche noch Platz?
Ich weiß gerade nicht, wo es hinhängen soll, weil ich die Wände nicht sehe. Huch! Ich wusste es, ich habe nämlich schon ein bisschen dekoriert in der Küche. Aber hier passt es eigentlich noch hin. So, wenn man da oben halt einfach ein Bild hängt, obwohl das eigentlich hässlich ist, das Bild. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schön. Das könnten wir auch verkaufen. So. Tschüss. Machen wir es so, dann soll die Tina nachher noch malen. Was hat sie eigentlich für eine Malerei-Fähigkeit? Wo ist sie denn da? Ach, sie ist ja gerade Level 1, deswegen sah das so schlecht aus. Okay. Und Tina ist schon Level 7 oder wo waren wir da? Ja, 7. Ach ja, wir waren ja schon im Wellnessbereich, stimmt. Da war ja was. So, ich spule mal eben vor, weil es gerade eh keiner irgendwas macht. Sie geht jetzt auch ins Bett und sie gießt ja dann noch. Wir können jetzt eigentlich auch quasi jede Pflanze weiterentwickeln, ne? Aber das mache ich mit ihr jetzt auch nicht mehr, weil sie ist auch übelst müde. Geht auch schon ins Bett, macht gar nicht das zu Ende, was sie mal zu Ende machen sollte. So, Tina müsste aber dann gleich wach werden. Dann kann sie was zu essen machen. Na, sie ist schon wach, perfekt. Mit jemandem über Träume sprechen. Du kannst nachher deinen Freund anrufen. Problem ist nur, wir haben schon 4 Uhr nachts und du musst gleich wieder arbeiten. Das kommt dann nicht so gut. Aber du kannst schon mal grillen. Dann kannst du dir das auch direkt schnabulieren. Den Rest stellen wir in den Kühlschrank und boah, ich weiß nicht, was los ist, warum ich plötzlich so müde bin. Bin eigentlich relativ wach. Nicht. Aber es ist so kalt. Ich friere ja gerade echt. Ich werde auch nach der Folge eine Aufnahmepause machen, mich mal irgendwie wärmen. Ja. So, dann kannst du da. Perfekt. Kann ich die dann auch in den Kühlschrank direkt stellen? Nimmst du die auch eins? Nein. Ein Gericht nehmen. Haben die eigentlich auch Hunger, die anderen? Geht so, ne? Ja, die haben alle Hunger. Dann kannst du dir auch ein Gericht nehmen. Du auch. Dann haben wir, glaube ich, eh nur noch eins übrig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sind. Ist das immer eine Partygröße oder ist das immer eine normale Familiengröße? Ah, das ist eine Partygröße. Okay, dann machen wir den Rest in den Kühlschrank. Dann sitzen die auch hier mal zusammen. Das haben die, glaube ich, auch noch nie gemacht. Wenn sie dann kommen würden, die anderen. Ah, da kommen sie ja. Gemacht. Morgens beim Sonnenaufgang Burger braten und essen. Ah, sehr schön. Das haben sie auch noch nie gemacht, dass die hier zusammen sitzen. So, wahrscheinlich demnächst noch einen Stuhl dazu kaufen, wenn wir ja dann noch ein Kind kriegen und der Jay dann hier noch wohnt. Yes. Ja. Una Narka naps. Banarla Deroy. Ah, schön. Oblish. Yamuho. Novik. Finde ich sehr schön, dass die hier zusammensitzen und mal was essen. Hallo, ja. Super. Was ist mit dir? Du musst aufs Klo. Binkapa Baru. Dann mach das doch direkt im Anschluss. Kannst du doch. Kannst du gerne machen, mal aufs Klo gehen. Was ist mit dir? Du musst auch mal zur Toilette, ne? Dann geh doch zuerst, weil die Summer steht eh nicht auf. Die ist wahrscheinlich erstmal zu Ende. Und dann hast du keinen Spaß. Dann kannst du ein Spiel spielen. Wolltest du nämlich eh. Oder solltest du auch, weil das levelmäßig auch ganz gut ist. Und dein Spaßlevel geht dann hoch. Und Hygiene geht hoffentlich hoch, wenn sie jetzt ihre Hände wäscht. Sie muss aufs Klo und sie geht einfach nicht. Das ist auch geil. Ja. Es ist schon ziemlich schwierig, 3 Sims zu steuern, muss ich ehrlich sagen. Manchmal, weil man weiß nie so genau, okay, das, dann geht's. Man will halt immer darauf achten, dass allen gut geht.
Und ja, haben wir hier eigentlich auch so ein... Hier haben wir auch. Ob wir da auch so ein Überdach haben wie draußen. Wie hier und hier. Ich wusste nicht, dass wir oben auch eins haben. Haben wir aber. Sehr gut. So, du gehst das Pipi machen endlich. Das ist sehr gut. Und die Gina macht dann nichts mehr. Ich nehme mal eben die Burger und pack die in den Kühlschrank. Oder pack sie erstmal neben den Kühlschrank. So. Und dann haben wir jetzt hier die ganzen Teller noch rumstehen. Die ich auch erstmal aufräume. Was uns ja auch wieder zusätzlich Geld bringt, das ist immer sehr gut. So, das hätten wir. So, dir geht's ganz gut, du musst aber auch in einer Stunde zur Arbeit. Dann putze doch nochmal die Zähne schnell, dann hast du nämlich da auch dein Beginner-Level ein bisschen höher. Was bei dir? Dein Spaßlevel geht auch hoch, du musst aber erst um 10 zur Arbeit sein, auf der Arbeit sein und bei dir ist es genau das gleiche, du könntest auch mal Zähne putzen. Dann hast du durch dein Hygienelevel auch ein bisschen höher und vielleicht dann doch nochmal zur Toilette gehen, bevor ihr jetzt gleich alle aus dem Haus geht. Sie guckt sich einfach im Spiegel an. Warum müssen die immer miteinander reden? Ja, schick sie ruhig raus. Wie sie dann noch lacht. So geil. Gut, dann geht ihr beide jetzt aus dem Haus. Sie ist zur Schule, sie zur Arbeit und du gehst erst um 10 zur Arbeit. Und, ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir mit Tina ein paar Arbeitsbilder machen. Aber ich hätte ganz gerne noch ein paar Bilder, die hochkant sind. Ein Querbild fehlt hier noch, dass die Wand hier voll mit Bildern ist. Oder mit Fotos. So, du gehst zur Schule? Was ist bei dir? Du gehst nicht... Du willst mit ihr jetzt plaudern? Das kannst du knicken, weil sie geht zur Schule und du musst zur Arbeit. Musst du doch, oder? Ja, du... Ach, um 12 erst. Hä? Du musst um 12 erst zur Arbeit? Ja, dann kannst du hier nochmal alles ernten. Ganz ehrlich, dann ernte bitte nochmal alles. Und sprühe gegen Käfer ein am besten auch. Dann kann sie das nämlich noch schnell machen. Und Tina, hier ist was kaputt. Das kannst du reparieren. Ich schau mal eben vor. Ich hoffe, sie schafft das noch, während sie zu Hause ist, dass sie da das noch repariert. Ah, perfekt. Hä, was ist denn mit... Magst du den Sarasa etwa nicht? Das schmeiße ich jetzt so weg, weil... Hallo? So. Ach, 30. Ja. Gut, das Tuning-Teil hat uns 70 gebracht, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist sie noch duschen, obwohl sie in 10 Minuten zur Arbeit muss. Das ist auch ein Traum. Ah, okay. Hä? Ah, vergessene Frage. Wieder einmal ein Test. Gina ist fast fertig, als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. Alle ihre Antworten sind jetzt falsch dominiert. Sie will es gerade der Lehrerin sagen, als ihr einfällt, dass sie den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Ja. Puh, Gina sagt der Lehrerin, da was passiert ist und sie hilft ihr, ihre Antworten auf ein neues Blatt zu übertragen. Sie hat gerade genug Zeit, um den Test zu beenden. Sehr schön. Wir machen mit, definitiv, aber dann wieder in der nächsten Folge. Ich finde das immer ganz gut, dass diese Ladefrequenzen zu überbrücken zum Beenden der Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!